Freddie Mercury und das ist meine neue Single, The Great Pretender. Oh yes, I'm the great pretender. Freddy beschreiben? In einem Leben unmöglich. Voller Überraschungen und kreativer Ideen. In seinem kurzen Leben hat er die ganze Welt glücklich gemacht. Erfolg verändert die Menschen. Aber er war kein Angeber. Für uns war er einfach ein normales Familienmitglied. Freddie Mercury. Eine der schillerndsten Personen der Rockszene. Ein außergewöhnliches Talent. Ein begabter Songschreiber. Und ein besonderer Mensch. Er ist einmalig. Es gibt nicht viele Menschen wie ihn. Wenn man Freddy zuschaut. Sehr ungeduldig. Er wusste, wo er hin will, wollte nur schneller dort sein als möglich. Er ist einer der besten Rock'n'Roll-Sänger aller Zeiten. Netter Typ, tolle Stimme. Freddy hatte das gewisse Etwas. Er war ein geborener Showman. Er war total verrückt. Freddy ist die Edith Piaf der 80er. Freddy war ein freier Denker. A free thinker. König Mercury. Er liebte mich sehr und ich liebte ihn auch. Er hatte alles in Extremen. Ganz einfach, er war eine der wichtigsten Figuren des Rock'n'Roll der vergangenen 20 Jahre. Live 8. Der wohl größte Augenblick in Mercurys Karriere. 1 Milliarde Zuschauer verfolgen das Konzert weltweit vor den Fernsehern. Ein riesiger Sprung für ihn seit den Anfängen in Indien. So wie ich mich einschätze, bin ich ein Mann der Extreme. Ich habe eine sehr weiche und eine sehr harte Seite. Ich bin sehr herzlich und kann ein richtiges Baby sein. Gleichzeitig bin ich aber auch sehr stark. Bei mir gibt es eben keine halben Sachen. Dieser Film erzählt die nicht erzählten Geschichten rund um Freddie Mercury und beleuchtet den Menschen hinter den zahlreichen Welthits. Mit Queen wie auch als Solokünstler. Er wurde am 5. September 1946 geboren. Lustigerweise am Neujahrstag der Parsis.
In diesem Krankenhaus, dem Government Hospital Sansibar, erblickt am 5. September 1946 Farouk Bulsara das Licht der Welt. Wir gaben ihm den Namen Farouk, das war sein Geburtsname. Die Welt, in die der kleine Farouk hineingeboren wird, ist die eines idyllischen tropischen Paradieses. Seine Eltern gehören zur Oberschicht der Parsi-Religionsgemeinschaft und sie arbeiten für die britische Regierung. Von Anfang an steht der kleine Farouk Bulsara im Licht der Öffentlichkeit. Sein Babyfoto gewinnt den Foto des Jahres-Wettbewerb auf Sansibar. Zu uns waren die Menschen in Sansibar sehr freundlich und sozial. Aber für Kinder gab es dort nicht viel. Es war kein aufregendes Leben. Heute deutet fast nichts in Sansibar darauf hin, dass Freddie Mercury hier geboren wurde. Es ist hier in Sansibars Feuertempel, wo Freddie im Alter von 7 Jahren in den Glauben der Parsis durch die sogenannte Nafjot-Zeremonie eingeführt wird. Ein Ritual der Gefolgsleute des Propheten Zarathustra. Wir gingen oft zu Veranstaltungen und er hat dort für die Leute gesungen. Schon in diesem Alter macht er es ihn stolz, alle glücklich zu machen. Freude ist das Wichtigste. Und wenn ich fröhlich bin, zeigt sich das in meiner Arbeit. Und deswegen will ich fröhlich sein, viel Geld verdienen und mir viele Sachen kaufen. Wir hörten Platten und blätterten in Mode- und Popzeitschriften, um zu sehen, was sich in der Welt da draußen tat. Obwohl wir die Zeitschriften erst bekamen, als sie schon ein paar Monate alt waren, enthielten sie trotzdem für uns Neuigkeiten. Nur so blieben wir in Bezug auf den Westen, auf dem Laufenden. Farouks Sehnsucht nach fremden Ländern erfüllt sich, als er 8,5 Jahre alt ist. Seine Eltern entscheiden, dass es für seine Erziehung besser sei, wenn er ein Internat in Indien besucht. Im Sommer 1955 setzt der kleine Farouk die Segel für eine lange Reise über den Ozean und muss alles, was ihm vertraut ist, zurücklassen. Nach einer 8-wöchigen Reise ist Bombay für den Jungen ein Kulturschock, genauso wie das St. Peter's Internat, sein Zuhause für die nächsten 8 Jahre. Farouk Bulsara kam als Internatsschüler aus Sansibar nach St. Peter 1955. Cool! Attention! Daddy! Attention! Cool! Let me light up! Dass dieses autoritäre Institut einen der weltweit originellsten Künstler hervorbringen sollte, mag ironisch anmuten. Doch Freddys Individualität war sicher auch eine natürliche Teenager-Antwort auf den Druck der konservativen Schule. Ein Durchforsten der Schulunterlagen zeigt, dass Freddy ein vielfach begabter Junge war. Er ist ein talentierter Boxer, guter Sänger, hervorragender Pianist und ein unschlagbarer Tischtennisspieler. Er spielt auch in verschiedenen Theaterstücken, meistens in Frauenrollen. Bei Schulfestivitäten singt er zum ersten Mal in der Öffentlichkeit auf der kleinen Schulbühne Lieder wie O Sole Mio. Außerdem finden sich Freddys erste Essays sowie seine zahlreichen Briefe an seine Eltern. Panchkani, 10. April 1961. Liebe Mama und Papa, ich bin so glücklich, dass ihr mir erlaubt, Klavierunterricht zu nehmen. Es macht mir Spaß. Mrs. Smith ist sehr nett und ich mache gute Fortschritte. Ich übe viel und ich mag jede Minute, aber ich muss euch jetzt was ganz anderes erzählen.
Bruce Murray hatte die Idee, eine Band zu gründen und fragte mich, ob ich mitmachen will. Wir nennen uns The Hectics. Mit dabei sind noch Victor Irana, Derek Branch und Farang Irani. Morgen treffen wir uns zu unserer ersten Probe. Ich bin schon sehr aufgeregt. In Liebe, Farok. Hallo Darlings, es ist der Sommer 1963. Unsere Band The Hectics spielt heute Abend in St. Peters. Kommt und seht euch das an. Leider verließ uns Freddy 1963, nachdem er in der 10. Klasse durchfiel. Bevor Freddy die Schule verlässt, schreibt der 14-Jährige altklug in das Stammbuch eines Schulfreundes: Moderne Gemälde sind wie Frauen. Man kann sie nicht lieben, wenn man versucht, sie zu verstehen. Freddy ist bereits wieder 2 Jahre auf Sansibar, als im Januar 1964 eine blutige Revolution ausbricht. Die Bulsaras fliehen in das sichere England. Es war sehr beängstigend. Alle liefen hektisch umher und wussten nicht, was zu tun ist. Und da wir kleine Kinder hatten, entschieden wir uns, das Land zu verlassen. Hätte Freddy die Wahl gehabt, dann wäre er im Alter von 21 Jahren in Feltham zur Welt gekommen. Sometimes I feel I'm gonna break down and cry. Nowhere to go, nothing to do with my time. I get lonely. In London lassen sie sich in Feltham nieder, einem Arbeitervorort in der Nähe von Heathrow. Der dramatische Einbruch des familiären Lebensstandards trübt Freddys Enthusiasmus für England in keiner Weise. Einer von Freddys ersten Jobs ist das Verpacken von großen Kisten auf einem Industriegelände. Als Kollegen ihn wegen seiner zarten weiblichen Hände hänseln, meint er frech und bestimmt, dass er ohnehin einmal ein Künstler werden wird. Freddy freute sich, hier zu sein und sagte, wir werden alle helfen, Mama, wir werden es schaffen. Deshalb hielten wir durch. Ich kann nicht den ganzen Tag im Bett rumliegen und meine Zeit verschwenden. Ich muss jeden Tag etwas machen. Ich will mir das, was ich habe, verdienen. Ohne einen akademischen Abschluss kann Freddy nicht an einer Kunsthochschule studieren. Also lässt er sich 1964, gerade erst 18 Jahre alt, in die Isleworth Polytechnic Schule eintragen. 1966 verlässt er sie nach dem erfolgreichen Bestehen aller Prüfungen. Im College studierte ich Grafik. Ich machte mein Diplom in Illustration. So konnte ich dann Illustrator werden. Im Herbst 1966 beginnt Freddy ein Grafikstudium an der Ealing Kunstschule. Hier wird er auch ein Teil der Bohème-Musikszene Londons. Er befindet sich in Ealing dabei in guter Gesellschaft. Die Ealing Kunstschule brachte damals Leute wie Pete Townsend und Ronnie Wood hervor. Sie hatte den Ruf, gute Musiker auszubilden. Hartes Arbeiten ist damals an der Kunstschule nicht wirklich vonnöten. Doch Freddy bringt es in seiner Schulzeit auf eine erstaunliche Anzahl von wunderschönen Skizzen, Porträts und Pop-Art-Gemälden sowie Modezeichnungen, die er alle noch mit Bulsara signiert. Damals zeichnete Freddy alles und jeden. Zu Beginn seiner Zeichnerkarriere sind bekannte Film- und Pop-Idole, die ihn offenbar faszinieren, seine ersten Modelle. Doch schon sehr bald entwickelt sich parallel Freddys Interesse an der Musik.
Im College interessierte ich mich sehr für Musik, deswegen war ich bei verschiedenen Bands und lernte auch Brian und Roger kennen. Wir hatten ziemlich unterschiedliche Lebensarten, aber wir kamen zurecht. Wir hatten nie einen großen Streit. Er hatte seine kleine Welt und verhielt sich wie ein Star. Die Leute fragten sich, wer ist dieser Typ, weil er immer sehr außergewöhnlich gekleidet war. Ab und zu ging er mit einer Quaste an einem Stock herum und stupste jeden damit. Er war eine lokale Berühmtheit. Freddy kam häufig mit zu unseren Konzerten. Ich weiß nicht warum, er war einfach oft dabei. Freddy war immer da und er sagte also, ich werde singen, wir können die Band so zusammenstellen und wir machen das, das und das. Zum Schluss haben wir dann alle gesagt, na gut, okay. Tim Staffel ist vor Freddy der Sänger von Smile, der Vorgängerband von Queen. Erst seine selbstlose Weitsicht ermöglicht Freddie Mercury die Weltkarriere. Es war genau richtig. Freddie wollte diese theatralischen Sachen machen, zu denen Smile tendierte, mit denen ich mich zunehmend unwohl fühlte. Also ging ich, das war gut so. Good job I did. Ich war nie ein Showman wie Freddy. Ich bin froh, dass ich den Weg für ihn freigemacht habe, sonst hätte es Queen nicht gegeben. Er schrieb diesen Song für das erste Album mit dem Titel My Fairy King und da gibt es eine Textzeile. Oh Mutter Mercury, was hast du mir angetan? Danach sagte er mir, also, ich heiße jetzt Mercury. Die Mutter in diesem Song ist meine Mutter, also werde ich mich jetzt Mercury nennen. Wir dachten, er spinnt. Aber wieder meinte es Freddy ernst und er änderte seinen Namen. Sehen Sie gleich. Freddie Mercurys Wandlung. Vom sexuellen Abenteurer zum treuen Lebenspartner. Und die Reaktion seiner Frau. Er hatte sicher nicht mit meiner Unterstützung gerechnet, nachdem er jetzt als Homosexueller lebte. Aber ich unterstützte ihn, weil es ein Teil von ihm war und es schön war zu sehen, wie er mit sich ins Reine kam. Sind Sie? Er kreierte sich eine Rolle und wurde zum Schauspieler. Die meisten Sachen, die ich mache, sind vorgetäuscht. Es ist wie Schauspielen. Ich gehe auf die Bühne und spiele zum Beispiel einen Macho. Oder in den Videos spiele ich verschiedene Charaktere und täusche etwas vor. Seine Namensänderung war ein Teil seiner Verwandlung. Er schlüpfte in eine andere Haut. Und das half ihm, der Mensch zu werden, der er sein wollte. Der junge Balsara war noch da, aber für die Öffentlichkeit war er bereits ein anderer, ein Gott. Freddys erste große Liebe ist Mary Austin, Verkäuferin in einem angesagten Londoner Designershop. Er kam herein. Manchmal traute er sich auch, allein zu kommen. Aber meistens kam er mit Roger oder mit anderen. Und er lächelte und sagte im Vorbeigehen, Hallo.
Das passierte oft und ging so 5 oder 6 Monate. Und letztendlich fragte er mich, ob ich mit ihm ausgehen wolle. Es war auf Anhieb eine sehr emotionale Beziehung zwischen den beiden. 5 Monate später wohnten wir zusammen und das dann für ungefähr 6 Jahre. Sie achtete auf Freddy und er benahm sich ihr gegenüber sehr rücksichtsvoll. Was immer zwischen ihnen vorging, es war offensichtlich eine Liebesbeziehung. Er war mit Mädchen zusammen, aber das Herz spielte keine Rolle. Bei Mary aber schon. Sie waren süß, sie waren wie ein Ehepaar. Für mich war es eine Ehe. Sie ist meine rechtmäßige Frau. Wir gehen heute miteinander um, als wären wir verheiratet. Ehe ist ein Wort für andere Leute. Wir haben an uns geglaubt und zur Hölle mit allem anderen. Ich bin mir sicher, dass sie die Liebe seines Lebens war. Ich glaube, es funktionierte, weil Freddy innerlich sehr scheu war. Und sie auch. Sie passten sehr gut zusammen. Das konnte ich sehen. Nach 6 gemeinsamen und sehr intensiven Jahren bestätigt sich Marys Verdacht, dass etwas mit ihrer häuslichen Idylle nicht mehr stimmt. In einem langen und ehrlichen Gespräch erklärt ihr Freddy erstmals, dass er für sich herausgefunden habe, nur Männer lieben zu können. Nachdem das einmal besprochen war, war er ein anderer Mensch. Er war wieder der, den ich jahrelang gekannt hatte. Er war mit sich selbst im Reinen, entspannter und glücklicher. Er hatte sicher nicht mit meiner Unterstützung gerechnet, nachdem er jetzt als Homosexueller lebte. Aber ich unterstützte ihn, weil es ein Teil von ihm war und es schön war zu sehen, wie er mit sich ins Reine kam. Es war wundervoll. Er war so ein glücklicher Mensch. Man konnte Freddy nicht das Recht verweigern, mit sich selbst ins Reine zu kommen. Er gab so viel, wie konnte man da nicht geben. Freddys Sexualität prägte sich durch das experimentelle und liberale Klima der späten 60er und 70er Jahre. Die bisexuelle Sache, das Androgyne, das Boy-Girl, das männlich-weibliche, die Ambiguität, das war damals der Zeitgeist und Freddy war mittendrin. Seelisch, emotional und sexuell. Er war ein Mann seiner Zeit. Ein Teil war die aktuelle Mode und ein Teil entsprach sehr stark seiner eigenen Persönlichkeit. Er war immer ein bisschen größer und ging auch ein bisschen mehr ins Extrem als alle anderen. Was Freddy angeht, war seine Sexualität allein seine Sache. Freddy musste nichts demonstrieren. Er lebte seine Homosexualität. Wenn man ihn kannte oder mit ihm zu tun hatte, bestand kein Zweifel. Er war homosexuell. Er hat sein Leben einfach so gelebt, wie er wollte. Er wollte sicher nicht zu einer Galionsfigur der homosexuellen Bewegung werden. Ich lebte mit einem falschen Bild von mir selbst, aber jetzt mache ich mir keine Sorgen mehr. Ich tue, was ich möchte und deswegen habe ich Spaß im Leben. Wie jeder Homosexuelle will man nicht wirklich, dass es die Eltern wissen. Es ist schwer, ihnen das beizubringen. Ich glaube, er wusste, dass es die Öffentlichkeit wusste. Erst in späteren Jahren kehrt Freddy wieder zu einem monogamen und fast biederen Leben zurück. Sein Partner wird Jim Hutton, den er regelmäßig in der Öffentlichkeit als seinen Ehemann vorstellt.
Es war Exzess in jeder Hinsicht. Ich hatte sehr viele sexuelle Beziehungen. Doch jetzt habe ich aufgehört mit Sex. Und heute züchte ich Tulpen. Die homosexuelle Szene ist sowieso sehr frivol. Bei jedem kommt mal die Zeit, ruhiger zu werden. Ich wollte echte Ruhe nach dem Sturm, aber es ist sehr schwierig, diesen wundervollen Menschen in sich selbst zu finden. Jetzt muss ich mich nicht mehr so anstrengen oder mich beweisen. Ich habe eine sehr verständnisvolle Beziehung. Gott, klingt das langweilig. Letztendlich würde er wohl sagen, gut, ich habe jemanden, zu dem ich nach Hause gehen kann. Egal, wo du bist. Wenn du jemanden zu Hause hast, fühlst du dich einfach geborgenerer. Ich bin sehr glücklich in meiner Beziehung und ich könnte mir nichts Besseres wünschen. Ich habe endlich eine Nische gefunden, die ich mein ganzes Leben lang gesucht habe. Und kein Idiot in diesem Universum wird mir das kaputt machen. Ich erinnere mich gerne an die letzten Jahre. Sie waren so schön wie nur irgendwie möglich. Freddy besaß von jeher eine Vorliebe für extravagante Ausflüge in die Welt der Oper. Seinen Traum erfüllt er sich durch die Zusammenarbeit mit Montserrat Caballé, einer Operndiva der Extraklasse. Ich bin Montserrat Caballé. Ich bin die Stimme, die mit Freddie Mercury den Song Barcelona sang. Für die Opernwelt war es eine Revolution. Ich bin sehr stolz darauf, dass Freddy mir die Chance gab, weil heute viele junge Leute in die Oper kommen und es ihnen gefällt. Man fühlt sich besonders, wenn junge Leute sagen, wir wollten unbedingt wissen, wer die Frau ist, die so laut mit Freddy schreit. Who is the woman that screams so much with Freddy? In seinem Londoner Haus gibt Freddie Mercury sein allerletztes Fernsehinterview. Diese verloren geglaubten Statements erzählen viel über seine Persönlichkeit. Hallo, mein Name ist Freddie Mercury. Freddie, du hast in den letzten Wochen und Monaten an Soloprojekten gearbeitet. Kannst du uns ein bisschen über die Arbeit erzählen? Ja, in den letzten paar Wochen arbeitete ich mit dieser unglaublichen Frau. Sie ist ein großer Opernstar. Ihr Name ist Montserrat Caballé und sie kommt aus Barcelona. Sie hat vor ein paar Wochen angerufen und gesagt, dass sie gerne mit mir singen würde. Es hat mich umgehauen und ich dachte mir, oh mein Gott, weil ich sie schon seit vielen Jahren mochte. Als ich dann neulich nach Barcelona gefahren bin, hat es tatsächlich geklappt. Ich war in einer Fernsehsendung und wurde nach ihr gefragt und ich antwortete, dass sie die beste Sängerin der Welt ist. Und offenbar hat sie das gesehen und rief im Büro an. Sie wollte dann was zusammen mit mir machen. Und letzten Abend nun sang sie meine Lieder im Royal Opera House. Das ist unglaublich. Ich meine, ich gehe zur Oper. Vergiss Rock and Roll. Du hattest großen Erfolg mit deiner Solo-Single The Great Pretender. Yes. Yeah. Warum hast du dieses Lied gewählt? Ich wollte schon lange eine Coverversion machen, aber mit Queen war das nicht möglich, da wir unsere Lieder immer selbst schreiben. Aber ich hatte das lange in meinem Hinterkopf und dieses Lied wollte ich schon immer machen. Deswegen bin ich kurz vor Weihnachten ins Studio gegangen, habe ein paar Versuche gemacht und es hat mir gefallen. Es passte zu meiner Stimme und es war toll zu singen. Wir veröffentlichten es aus Spaß als Single. Als sie herauskam, gab es dieses Oldies Revival und es sah so aus, als würde ich auf den Trend aufspringen.
Aber glücklicherweise wurde die Single zu Beginn des Oldie Hypes veröffentlicht. Wäre sie zwei Wochen später auf den Markt gekommen, hätte es so ausgesehen, als wäre ich nur Mitläufer. Gut, dass es zum richtigen Zeitpunkt passiert ist. Siehst du die Rock'n'Roll-Szene als ein Spiel, in dem du mitspielst, oder ist sie dein wahres Leben? Ich glaube, sie ist es. Ich kann nur nach meinen Erfahrungen gehen. Wenn ich auf der Bühne bin, spiele ich eine Rolle. Aber wenn ich die Bühne verlasse, spiele ich sie nicht weiter, sonst wäre das mein Tod. Es sind Posen. Auf der Bühne wechselst du das Kostüm und wirst zu einer anderen Person. Und danach bist du wieder du selbst. Dieser Auftritt bei Live Aid inspirierte die Künstlerin bei der Gestaltung der Mercury-Statue. Live Aid war sehr spannend. Als er auf der Bühne stand, habe ich erkannt, dass er einer der Besten ist. Ich muss daran denken, wie die Menschen ihn sehen und ihn gekannt haben. It's winter fall. Red skies are gleaming. Diese großartige Statue ist ein Geschenk von Freddys Familie und seinen Freunden. An die Bevölkerung von Montreux, die zu Queen so freundlich war und Freddy eine Zufluchtsstätte in seinen letzten Lebensjahren bot. Wir bedanken uns bei der Gemeinde von Montreux, dass sie uns diesen wunderbaren Ort zur Verfügung stellte. Den letzten Abschnitt seines Lebens verbringt Freddie Mercury in Montreux, einem ruhigen Ort am Genfersee in der Schweiz. Hier hält er sich immer öfter und immer lieber auf. Zuletzt kauft er sich ein Apartment und verbringt viel Zeit damit, es aufwendig zu dekorieren. Das lenkt ihn ab. Die Öffentlichkeit weiß inzwischen, dass er sehr schwer krank ist. Für alle, die Freddy kennen und ihm nahestehen, ist die Nachricht, dass er HIV-positiv ist und bald sterben wird, ein Schock. Freddys Arzt rief mich an und sagte, dass er schon länger auf einen Rückruf von ihm wartet. Ich sollte Freddy daran erinnern, ihn anzurufen, was ich auch tat. Später rief er mich an und sagte, Freddy hätte sich immer noch nicht gemeldet. Ich verfolgte die Angelegenheit weiter und schließlich erfuhr ich, warum der Arzt mit Freddy sprechen wollte. Und ich spürte, wie mir das Herz in die Hose rutschte. Die erste Reaktion ist, oh Gott, bist du sicher? Ja, ich bin sicher, ich habe die besten Ärzte. Ich sagte, gehen wir doch zu einem anderen, holen wir eine zweite Meinung ein. Freddy sagte nur zu mir, die Tür ist offen, wenn du gehen willst. Ich sagte, sei nicht albern. Ich werde dich sicher nicht wegen so etwas verlassen. Zuerst konnte ich nicht glauben, was er mir da erzählte. Erst später, als die Monate vergingen und sein Gesundheitszustand sich verschlechterte, wurde es mir langsam bewusst. Wir wussten im August, September, dass er wirklich krank war. Er war damals in Montreux. Freddy war zu meinem Geburtstag immer bei mir. Aber dieses Mal schickte er mir Blumen und sagte, es tut mir leid, Mama, ich kann nicht kommen, aber ich werde es nachholen. Aber es war schon Oktober und er war sehr krank. Es war damals eine sehr traurige Zeit. Sehen Sie gleich. Freddie Mercury, die letzten Stunden einer Legende. Als ich ging, sagte er, danke, dass du den Nachmittag mit einem alten Mann verbracht hast.
Das Schlimmste war, dass man wusste, egal was man für ihn tut, es würde ihn nicht heilen. Man würde ein oder zwei Jahre alles für ihn tun und er würde trotzdem sterben. Er litt sehr stark, doch er erzählte niemandem davon. Als wir das Slightly Mad-Video drehten, befand sich Freddy auf einer ganz anderen Ebene. Normalerweise wird ein unter diesen Scheinwerfern sehr heiß, aber Freddy hatte unter der Kleidung noch zusätzlich wärmende Unterwäsche an. Er war nur noch Haut und Knochen. He had no body weight at all. Er wollte nicht, dass die Menschen seinen Verfall mitbekommen. Er wollte ihnen das nicht antun. Wir spielten eine Runde Scrabble und tranken Champagner. Nur wir zwei. Als ich ging, sagte er, danke, dass du den Nachmittag mit einem alten Mann verbracht hast. Am Sonntagmorgen dachten wir bloß, dass sich seine Atmung verändert hatte. Wir riefen den Arzt und der erklärte uns, dass er in ein Koma gefallen war. Mary kam und ging wieder. Seine Eltern riefen an. Aber der Arzt sagte, sie sollen jetzt nicht kommen. Es geht ihm vielleicht später besser. Deshalb haben wir die Besucher fortgeschickt, weil es ihm so schlecht ging. Als der Arzt gerade ins Auto stieg, wollten Jim und ich seine Kleider wechseln. Und wir sahen, dass sich sein Brustkorb nicht mehr hob, dass er aufgehört hatte zu atmen. Ich ging hoch und sagte, Phoebe, Peter, er ist von uns gegangen. Er erzählte mir plötzlich an einem Sonntag nach dem Mittagessen, ich weiß genau, wo ich begraben werden möchte. Aber keiner soll es erfahren, damit man mich nicht ausgraben kann. Ich will in Frieden ruhen. Ich glaube, dass am Ende nur Natürlichkeit und Authentizität zählen. Schlussendlich bin ich für alle Fehler verantwortlich. Ich möchte fühlen, dass ich lebe, dass ich so bin, wie ich sein möchte. Es ist mir egal, was andere sagen. Ich bereue nichts von dem, was ich tat. Ich war nur ich selbst. C'est la vie. My defense, what is there to say? All the mistakes we made must be faced today. It's not easy now, knowing where to start, while the world we love tears itself apart. Loving person, you know. How about that?